Hast du was? Ich würde sagen. Wir gleiten. Wir gleiten vom Hoch. Hätte ich gerade beinahe umgefahren. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Herzlich willkommen, Kevin. Guten Morgen. Guten Montag. Heute haben wir zwei schicke VW Passat GTE Modelle hier. Was heißt GTE? Wir haben hier einen Hybrid 1,4 Liter Turbomotor VW. Ja, VW Turbomotor aus der Palette. Der gibt es auch im Polo und. Aber hier haben wir noch einen Elektroboost. Und wir haben hier eine Systemleistung oder eine angebende Leistung von 156 PS und 330 Newtonmeter. Als Systemleistung bieten sie hier 218 PS und 400 Newtonmeter an. Deswegen würde ich sagen, fangen wir auch direkt an. Eingangsmessung auf der Straße, damit wir auch direkt auf den Prüfstand können, oder? Also, auf geht's. Hörst du was? Ich höre gar nichts. Wir gleiten. Wir gleiten vom Hof. Hätte ich gerade beinahe umgefahren. Ja, GTE. Achtung. Alles gut. Nur weil wir leise sind, kriege ich das ja trotzdem mit. Wir sind ja auch am Überlegen, gerade ein neues Kundenersatzauto zu holen. Der Audi A4, den wir aktuell haben, den 2 Liter TDI, der geht jetzt bald weg. Und der Julian ist da mit Hochdruck dran. Und das ist jetzt auch schon mal so ein Passat GTE und so ein Golf GTE ist schon mal zwischen den Fingern gekommen. Es gibt vom BMW gibt's ja auch noch ein oder andere Modelle. Und wir überlegen gerade, was wir unseren Kunden als Kundenersatzauto dahinstellen. Wir haben halt ein Problem bei diesen Hybridfahrzeugen, was der Julian auch sieht, was man einfach aus der Erfahrung sagen muss. Die Kunden von uns kriegen den kostenlos und es ist so ein Gentleman Agreement. Wir sagen auch den Kunden, wenn sie die mal länger haben, es wäre schön, wenn sie halt immer den wieder voll zurückgeben. Wie oft das Auto, und das ist jetzt gar kein Vorwurf, aber das ist einfach so, ne? Das ist so nach, wir haben seit 7, 8 Jahren haben wir immer Kundenersatzautos im Bestand. Die Autos sind immer sehr dreckig, die Autos sind immer sehr leer und irgendwie passt das nie. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Ne? Das ist ja auch unsere Aufgabe normal dafür auf zu achten, das tun wir auch, aber es ist halt sehr oft, dass wir kurz bevor der Kunde kommt, nochmal checken, oh Gott, Auto hat wieder nur 3 Balken und so. Und jetzt sagt der Julian mir, Danny, an die Tankstelle schnell hier bei uns in der Industriegebiet ist halt eine Dieseltankstelle, da sind wir gerade dran vorbeigefahren, das sind keine 150 Meter. Den eben zu tanken und dann wieder hinzustellen, ist das eine. Aber erstens einen Benziner zu holen, wo wir die Tankstelle erst in Mechernich oder in Euskirchen hätten oder in Kommern, plus dann noch einen leeren Akku, dann wird es halt eine Party. Ne? Wenn du dann die ganze Zeit ohne Akku fahren musst oder vom Aufwand her, aus der Praxis, glaube ich, ist das leider keine gute Option, weil wir das gar nicht, ich habe ja keinen Fuhrparkleiter, der irgendwie dann sich nur ums Auto kümmert. Irgendwo muss das ja auch in Relation stehen. Bock hätte ich auf sowas. Auch irgendwie so ein 330e zum Beispiel oder so, mit ein bisschen Bums. Ne? Aber da tun wir uns gerade noch was schwer, dass das wirklich dann nicht zum Stress wird für uns. Naja, gut. Jetzt wollen wir mal über das Auto reden. Driving Individualmode. Wir gehen auf den GTE-Mode. Und GTE hört sich Gran Turismo an. Vielleicht mache ich das jetzt auch falsch, aber. Nee, der sagt Sport. Dann messen wir den auch so, ne? Ja. 100, 200. Sollen wir echt 200 versuchen? Ja, das. Meinst du 100, 150? 80, 150, kann man noch schnell umstellen. Ja, boah, das dauert aber nie. Nee, das dauert nicht schnell, das haben wir letztens auch gemacht. 850, perfekt. So, haben wir noch hingekriegt. 850. Also das andere wäre, glaube ich, das wäre zu lang gewesen, oder? Ja. Klar, Systemleistung sagen die ja 400 Newtonmeter, ne? Ja. Guck mal hier, wenn du jetzt so drauf pinnst. Geht schon. Du hast ja auch einen Golf 1,4er TSI, ne? Ja.
Ist nicht so, ne? Nee, kannst du gar nicht. Null. 180. Doch. Ist okay. Okay. Das habe ich oft okay gesagt. 9,155. Auf geht's am Prüfstand. Florian wartet schon. Eingangsmessung 245,5 PS und 423 Newtonmeter. Also haben wir deutlich nach oben gestreut. Wir haben das, oder ich habe das soweit alles angepasst. Die Basis von so einer MED 17 ist uns ja bekannt. Wir haben eine neue Endleistung von 268,4 und 471 Newtonmeter. Heißt 23 PS und 48 Newtonmeter oder sowas, ne? Ja, das ist auch so, was man da rausholt. Wir sind ja nur im Verbrennerbereich. Ne? Also wir optimieren nur den Verbrennerbereich, also den normalen 1,4er TSI-Motor und gehen nicht an die Elektrik, sprich halt, oder an die elektrische Power. Das heißt, hier können wir halt auch nur so viel rausholen, wie wir es normalerweise auch bei dem 1,4er holen. Ja? Und da ist einfach auch nicht mehr so viel möglich bei dem Modell. Der Lader und sowas, da geht einfach nicht. Da geht einfach nicht mehr viel. Ne? Und das ist halt auf so eine Kombi ausgelegt. Und ich sag mal, in Kombination knapp 270 PS und 470 Newtonmeter. Nicht schlecht, ne? Das ist schon gut. Ja. Also, in diesem Sinne, wir gehen mal auf die Autobahn und gucken, ob das viel gebracht hat. Ich glaube, so auf 8 Stunden 150, klar, es ist mehr Punch da. Ich bin mal gespannt. Ne? Also, auf geht's. Wenn du hier so einen Hybrid fährst, dann wirst du immer davon verleitet, dass du so fährst, dass der charge, ne? Das ist so eine innere, ja. Ich weiß gar nicht, das ist so ein unnötig. Aber ich versuche die ganze Zeit, dass er charged. Naja, so. Das sind 0,5 Sekunden. Von 100 auf 200 wäre natürlich jetzt mal zu sehen, wie lange braucht er wirklich für das Ganze, aber das dauert zu lange hier. Ich sag mal, für die Leistungssteigerung, für die Ausbeute, das Auto hat Serien schon gute Leistung. Ich glaube, die Werte an sich stehen schon sehr gut da, ja? Und die Verbesserung um 0,5, ja, das spiegelt, glaube ich, auch das wieder, was wir auf dem Prüfstand an Mehrleistung haben, würde ich mal sagen. Für so einen 1,4er GTE, glaube ich, sind die Werte echt okay. Ne? Ja, in diesem Sinne, ich charge jetzt noch ein bisschen, indem ich vom Gas gehe. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao.